Und dann schauen wir uns doch noch einmal den Abspann an. Wie ich schon mal gesagt habe, ich bin der Meinung, sowas gehört einfach dazu, auch im Kino. Und es sei nochmal erwähnt, dass der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittel, entwickelt wurde von Electronic Arts Los Angeles. Und ich bedanke mich bei allen, die jetzt schon abschalten, weil sie sehen, es kommt der Abspann, jetzt schon die aus ihren Sitzen erheben. Ich bedanke mich bei euch auch schon, wenn ihr euer Popcorn und die Getränke wieder mitnehmt, damit die Leute, die hier nachher durchgehen, nicht so viel aufzuräumen haben und das Ganze schön schnell geht. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bei Die Schlacht um Mittelerde, Edain-Mod, die gute Kampagne. Wenn ihr die Böse noch nicht kennt, schaut euch auch diese an. Die habe ich vorher schon aufgenommen, die ist auch schon fertig. Und ja, dann bleiben ja nur noch die Let's Battle aus gegen Wildchild, vielleicht auch noch gegen ein paar andere mehr. Das ist noch nicht ganz raus, das wird sich noch ausstellen. Denn es ist ja auch immer zeittechnisch immer so eine Frage, wann kann ich aufnehmen und so. Und ja, viel mehr als mich bedanken kann ich nicht. Ich kann nur noch sagen, like doch das Video noch, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht habt ihr auch noch irgendwelche nachträglichen Kommentare. Dann schreibt diese doch rein. Zum Beispiel, warum es einfach geruckelt hat so viel bei mir. Ich kann es mir bis heute nicht erklären. Ich kann nur, denke ich, darauf schließen, dass es an der Anzahl der Einheiten lag, die auf dem Schlachtfeld waren und dass das Spiel mit dieser Anzahl nicht mehr ganz so zurechtkam. Vielleicht hätte ich auch noch irgendwas umstellen müssen in irgendeiner INI-Datei, dass er Quad-Core, wirklich den kompletten Quad-Core-Prozessor nutzt. Ich habe keine Ahnung, es tut mir leid. Aber auf jeden Fall sei gesagt, dass es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, das Spiel mal wieder durchzuspielen. Es mir eine große Ehre war, für euch zu spielen. Und ja, wenn ihr auch auf Herr der Ringe steht, dann habt ihr auf diesem Kanal ja noch einiges, eine große Fülle an Videos, unter anderem Herr der Ringe Online. Nicht nur von Level 1 bis keine Ahnung, wie viel wir da spielen. Also später dann ab Level 15 so. Also dann, wenn Band 1, Buch 1, Kapitel 1 anfängt, auch mit dem Stromski zusammen als Let's Play Together. Dann gibt es ja auch noch die Rückkehr des Königs, die ich zusammen mit dem Broodwalker aufgenommen habe. Und ja, Klassenvideos zu den verschiedenen Klassen bei Herr der Ringe Online. Ja, Schlacht um Mittelerde habe ich schon erwähnt, da sind wir ja noch gerade drin. Und dann muss ich mal gucken, was danach an diese Stelle rückt. Ich könnte mir aktuell die Eroberung vorstellen. Ist zwar nicht ganz das Gleiche. Aber, nee, Quatsch. Also, ja, was heißt Quatsch? Also ich muss erstmal gucken, ob die Schlacht um Mittelerde 2 denn überhaupt läuft. Wie gesagt, ich hatte da schon das Problem, dass ja, ich es installiert habe, gepatcht habe, alles soweit, perfekt. Und das Spiel meinte dann, ach, du hast gerade 5 Minuten gespielt, jetzt hast du verloren. Ich so, wie jetzt? Ja, also wirklich, da stand dann verloren und alle Einheiten waren platt und das war es dann so, hä? Das macht dann natürlich nicht sehr viel Sinn, auch zu Let's Playen. Deswegen wäre da meine Frage, ob ihr da irgendeine Lösung kennt. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie an dem Game Key liegt oder so Geschichten. Sollte eigentlich nicht, weil ich habe das Original gekauft. Aber man weiß ja nie. Es kann ja immer verschiedene Ursachen haben. Wenn ihr das Problem auch schon mal hattet und eine Lösung wisst, dann schreibt mir die auch gerne in die Kommentare, dass es hier auch weitergeht mit Schlacht um Mittelerde. Weil wenn ich es zum Laufen kriege, mache ich auf jeden Fall weiter dann mit Schlacht um Mittelerde 2.
Und ja, mal schauen, was könnte, ja, ansonsten würde ich halt erstmal dann die Eroberung aufnehmen. Ist jetzt nicht das beste Spiel, aber ganz nett irgendwo. Auf jeden Fall würde ich das lieber spielen als die Gefährten. Die Gefährten ist auch ein nettes Spiel, aber halt dann doch auch nicht so ganz, ne? Jetzt könnt ihr sagen, wenn ich was Ähnliches spielen will, dann sollte ich mal Der Ringkrieg spielen. Ja, gebe ich euch recht, das ist auf jeden Fall Strategie. Aber, ja, es reicht dann doch nicht an Schlacht um Mittelerde ran. Also Schlacht um Mittelerde ist da schon sehr, 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 sehr geil. und mit dem Ringkrieg bin ich nie warm geworden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob man da auch noch irgendwie modden kann. Müsste ich mich mal schlau machen, ob man das modden kann und es dadurch noch mal 10-mal so angenehm wird oder so. Mal schauen, mal schauen. Also ihr seht, es gibt noch eine ganze, ganze Menge an Herr der Ringe spielen. Und wer jetzt sagt, spiel doch mal Krieg im Norden. Ja, das werden wir auch noch spielen. Das werde ich mit dem Stromsky unter anderem zusammenspielen. Und also wie gesagt, da kommt noch eine ganze Menge und es ist noch lange nicht aus mit Herr der Ringe spielen auf diesem Kanal. Aber das möchte ich an dieser Stelle auch mal erwähnen. Wäre natürlich schön, wenn ihr das auch mitkriegt und nicht schon vorher irgendwie abgeschaltet habt. Also ich möchte mal erwähnen, dass es natürlich irgendwann sein kann, dass Herr der Ringe auf diesem Kanal etwas in den Hintergrund rückt. Allein aus den Gründen, weil halt es nicht mehr so viele Spiele dann gibt, dann müssten wir irgendwann auf Point and Click, auf die Text-Adventure zurückgreifen, auf die ganz alten Dinger, und ich glaube, das will man dann doch nicht. Man kann, vielleicht zeige ich die irgendwann mal, aber wirklich spielen, wirklich Let's Playen wird das nicht. Das wird das nicht. Nee, und von daher, ja, seid auf jeden Fall, ja, gewarnt wäre vielleicht auch der falsche Ausdruck, aber seid euch bewusst, das ist richtig, seid euch bewusst, dass es irgendwann sein kann, dass Herr der Ringe als Thema so ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil es halt nicht mehr so viele Spiele gibt, die man dann noch spielen kann. Ich meine, es macht ja nicht viel Sinn, wenn ich dann Schlacht um Mittelerde einfach nochmal spiele. Das macht aus meiner Sicht wirklich nicht viel Sinn. Aber ja, das schon mal so vorneweg. Es gibt noch diverse Adventures. Wenn ihr auf Adventure steht, die gibt es auf dem Kanal hier auch. Book of Unwritten Tales haben wir zum Beispiel schon durch. An Edna bricht aus, spielen wir gerade noch. Und da gibt es auf jeden Fall auch noch einiges von Daedalic, unter anderem an Spielen. Deponia habe ich zum Beispiel noch überhaupt nicht gespielt. Das kommt aber auch noch. Ihr seht, ich habe dann noch eine ganz lange Liste an Spielen, die ich gerne irgendwann hier noch zeigen möchte und spielen möchte, und dementsprechend wird es den Kanal auch noch lange geben. Es kann mal sein, dass es vielleicht an einem Tag kein Video gibt oder so, aber der Kanal wird auf jeden Fall weiter bestehen. Wir werden noch eine ganze Menge Spaß haben, wenn ihr denn Bock drauf habt, und würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ich freue mich auch jetzt. Also ich bin immer wieder überwältigt, wie viele Abonnenten es doch schon auf diesen Kanal geschafft haben. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Das ist echt immer unglaublich für mich. Unbelievable, wie man auf Englisch sagen würde. Oder einfach schlichtweg awesome. ja, dass mir so viele Leute da auch zugucken, finde ich schon schön. Finde ich echt schön. Ja,
falls ihr auch mal irgendwie Spielideen habt, von Spielen, die ich jetzt noch nicht genannt habe, schreibt die auch gerne mal in die Kommentare. Das würde mich durchaus mal interessieren, ob ihr da irgendein Spiel habt, wo ihr sagt, das wäre auf jeden Fall so von der Spielart her was für mich. Ihr habt ja schon gesehen, was ich schon so gespielt habe. Oder könnt euch das auf dem Kanal angucken, was ich schon so gespielt habe. Wo ihr sagt, das könnte was für deinen Spieltyp sein. Schau dir das doch mal an. Und vielleicht let's play ich das dann auch. Also mit Horrorspielen braucht ihr mir zum Beispiel gar nicht kommen. Das ist nicht so meins. Selbst Bioshock finde ich ja schon zu gruselig. Also ja, das ist auch noch irgendwie so ein Lebensziel bei mir, dass ich das wenigstens mal durchspiele. Aber Let's Play kriege ich das auf jeden Fall nicht. Da ist ja dann auch wieder die Schwierigkeit mit der Musik. Von daher, naja. Aber ihr seht, es gibt noch eine ganze Menge an Spielen, die wir hier auf dem Kanal zusammen uns anschauen und Let's Playen. Und ja, an dieser Stelle auch nochmal kleine Werbung für den Wildchild. Der hat nämlich auch die gute und die böse Kampagne gespielt. Der ist damit schon fertig. Und der hat die sogar auf der Schwierigkeitsstufe Mittel gespielt. Ist natürlich dafür an der einen oder anderen Stelle mal gescheitert. Was uns, glaube ich, hier auf leicht nicht passiert ist, oder? Also ich möchte nicht lügen, ne? Wenn es passiert ist, dann war es wirklich nur ein oder zweimal. Mehr dürfte es nicht gewesen sein. Also, ne, ich kann mich jetzt nicht groß dran erinnern, dass das mal passiert ist. Aber ich möchte es auch nicht abstreiten. Es kann durchaus sein. Und ich meine, wir haben jetzt hier mit Schlacht um Mittelerde, Gut und Böse, glaube ich, über 100 Folgen schon. Dürfte sein, ja, dürften über 100 Folgen sein. Und da sieht man mal wieder, dass auch ein solch, in Anführungsstrichen, altes Spiel schon, ich meine, das ist jetzt schon 10 Jahre alt, das ist schon 10 Jahre alt, das Spiel, aber es macht einfach immer noch Laune und sieht halt auch noch einigermaßen gut aus, ne? Auch dem Mod geschuldet natürlich. Aber ja, wie gesagt, es ist schon erstaunlich. Ein Spiel, was jetzt aus den 90ern wäre, wäre schon wieder ein bisschen schwieriger, ob das noch Spaß macht oder nicht. Beziehungsweise, ob man sich das heute noch angucken kann. Das sind ja dann so die anderen Faktoren. Spiele, die damals revolutionär aussahen, wo man gesagt hat, wow, das ist ja fast wie echt, sind heute teilweise, ja, nicht mehr so ansehnlich. Aber, naja. Wie gesagt, da gibt es noch eine ganze, ganze Menge, die ich mit euch Let's Playen möchte, die ich euch Let's Playen möchte, ich weiß nicht, wie sagt man, auf jeden Fall gibt es da noch eine ganze Menge an Spielen, die auf diesem Kanal erscheinen werden. Auch noch ganz viele Videos, zumindest nach aktueller Planung. Man weiß nie, was im Leben ist, was irgendwie mal kommt. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das klappen sollte. Und ja, von daher hoffe ich mal, dass es auch klappt. Schon beeindruckend, wenn man hier so den Text mitliest, wo das Spiel überall dann auch hin übersetzt wurde. Schon cool. Und es ist halt echt nicht ohne Grund das beliebteste Schlacht um Mittelerde, das beliebteste Strategiespiel von Herr der Ringe, so rum wollte ich sagen. Schlacht um Mittelerde 1 und 2. Weiß ich nicht. Gibt welche, die sagen, ich finde das erste besser, weil die Story da deutlich besser ist.
das kann man, da kann man dann beim Gameplay ein bisschen ein paar Abstriche machen. Andere sagen, nee, ich finde das zweite deutlich besser. Da ist die Story zwar nicht so gut, aber das Gameplay ist besser und dann kann man bei der Story ein paar Abstriche machen. Also von daher, ich glaube, die nehmen sich nicht so viel, aber das zweite spielt sich halt doch nochmal ein wenig anders auch. Allein, weil man frei bauen kann, im Gegensatz zum ersten, wo wir ja jetzt hier die festen Bauplätze hatten. Es gibt sowohl für das eine als auch für das andere eine Mod. Für das erste gibt es eine Mod, wo man wohl auch frei bauen kann. Das funktioniert dann aber mit der Kampagne nicht zusammen. Und fürs zweite gibt es eine Mod, wo man feste Bauplätze haben kann, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich meine, ich hätte mal sowas gesehen. Es gab auch mal ein Projekt, was die Kampagne aus dem ersten ins zweite modden wollte. Aber ich glaube, das haben sie dann irgendwann abgebrochen, weil es zu viel wurde. Was sehr schade ist, weil das, die Mod hätte ich auch sehr, sehr gern gespielt. Aber naja. Ist halt echt immer eine Frage von Zeit und Geduld, die man da reinstecken kann und will und so. Und von daher kann ich das dann verstehen, dass das zu viel werden kann. Und ich meine, aus meiner Sicht wäre das eigentlich eine Aufgabe für die Entwickler. Aber gut, EA hat ja die Filmlizenz nicht mehr für Herr der Ringe. Dafür haben sie jetzt die Star Wars Lizenz. Mal gucken, ob da irgendwann auch nochmal irgendwie sowas in der Star Wars Richtung erscheint. Es gibt ja schon Empire at War, was ja in die Richtung ihn etwa geht. Aber auch über ein neues Schlacht um Mittelerde würde ich mich sehr freuen. Also, ne, wenn da irgendwie Monolith oder generell auch Warner, die ja gerne mit Monolith zusammenarbeiten anscheinend aktuell, wenn da mal ein neues Schlacht um Mittelerde kommt, falls sie mich hört, das wäre schon sehr schön. In der aktuellen Grafik und ruhig gerne, es muss nicht unbedingt die irgendwie noch eine dritte Geschichte sein mit von irgendwelchen Leuten, die man so gar nicht kennt, das muss noch nicht mal. Es kann ruhig Film oder Buch sein. Buch wäre natürlich auch interessant, das umzusetzen. Aber ruhig auch gerne Film. Quasi Schlacht um Mittelerde 3, wie das erste, nur in aktueller Grafik und mit aktuellen Spielelementen. Das wäre schon echt der Hammer. Vielleicht auch natürlich mit noch größeren Armeen. Also so 1000 bis 10.000 oder sowas wäre schon sehr lustig. Hier haben wir das Limit zumindest bei den eigenen Einheiten irgendwie so bei, was hatten wir jetzt, 400, knapp 400, glaube ich, war das, was wir bauen konnten. Ich glaube, genau, wir konnten 400 bauen und konnten natürlich drüber steigen mit den zusätzlichen Armeen und so. Und die Bösen konnten bis 500 gehen, glaube ich, kann das sein? Auf jeden Fall, ja. Wäre das auf jeden Fall, wie ich mich hier wiederhole und um Kopf und Kragen rede, das ist schon Wahnsinn. aber wäre schon sehr schön, mal wieder ein Schlacht um Mittelerde in aktueller Grafik zu haben. Und auch gerne, wie gesagt, kann ruhig die gleiche Geschichte sein, weil Herr der Ringe ist nun mal Herr der Ringe, da braucht man nichts verfälschen. Das ist die bekannte Story und ja, wäre schon sehr schön. Jetzt so zum 10-jährigen Geburtstag, wie wär's? Zumindest eine Ankündigung wäre doch schön. Würde ich mich auf jeden Fall freuen und ich denke, du da draußen oder ihr da draußen würdet euch da bestimmt auch drüber freuen.
Und ja, jetzt dauert der Abspann schon nicht mehr lange. Also, dass ich so viel durchgeschwätzt habe, überrascht mich jetzt auch. Weil bei der bösen Kampagne habe ich das ja nicht so hingekriegt. Da habe ich die ganze Zeit überlegt, was könnte ich noch reden, was könnte ich denn noch sagen. Aber hier sind es jetzt nach meiner Schätzung nach maximal 5 Minuten noch, die der Abspann läuft. Und dann ist der auch schon durch, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Glaube ich. Also es dürften, ich meine, der war 25 Minuten lang, der Abspann in etwa. Und dann dürften das jetzt noch knapp 5 Minuten werden. Und die Texte, die hier stehen, sind auch sehr schön. Ja, ich kann mich auch nur nochmal bei euch bedanken, vor allem bei all jenen, die bis jetzt noch durchgeguckt haben, sich mein Geschwätz angehört haben. Großen Respekt, dass ihr das durchgezogen habt. Und auch großen Respekt an all jene, die wirklich von Folge 1 bis jetzt geguckt haben. Mein allerhöchsten Respekt. Also, ob ich das selber durchgezogen hätte oder vielleicht irgendwann nochmal mache, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich das könnte. Vielleicht mache ich das irgendwann mal in ein paar Jahren so. Ach, mal gucken, wie habe ich denn damals Let's Played? Vielleicht ändert sich das ja nochmal. Keine Ahnung. Man findet auf jeden Fall immer, je weiter man oder je länger man Let's Played, immer irgendwas, über das man reden kann. Irgendein Thema, irgendwas, was man ansprechen kann. Man redet frei Schnauze. Wie, was? Nee, man redet einfach frei Schnauze. Und das ist ja das Schöne, das ist ja das Lustige auch an den Let's Plays, aus meiner Sicht. Man sagt das, was einem gerade so einfällt. Ich würde euch ja gerne die Musik genießen lassen, aber da gibt es ja dann auch immer so YouTube-Meckereien, ne? Kennt ihr ja, wisst ihr ja. So. Nur schon mal zur Info, nach dem Abspann kommt nichts mehr. Also, wer jetzt noch auf irgendwie was wartet, den muss ich da leider enttäuschen. Weiß ich nicht. Vielleicht hat ja sogar einer von euch, besitzt ja sogar einer von euch irgendwie das Talent und sagt, hier, ich nehme mir mal jetzt die Freiheit und schneide da die lustigsten Szenen aus Schlacht um Mittelerde zusammen. Würde ich mich sehr drüber freuen, weil ich glaube, ich könnte das nicht. Ich wüsste jetzt nicht auswendig, wo, was, wie, wann lustig ist, das liegt ja dann eher in eurem Ermessen. Ich erzähle nur und mache Witze, ob die dann auch wirklich lustig bei euch ankommen. Ist eure Sache. Und ja, jetzt kommt das. Danke, dass du die Schlacht um Mittelerde gespielt hast. Danke, dass ihr, dass du zugeschaut hast. Danke für den Kommentar, den du noch in den Kommentaren hinterlässt. Und danke für den Like. So. Ja, soweit vom Abspannen. Jetzt gucke ich gerade noch, jetzt sollte ja eigentlich dann, genau, das Hauptmenü kommen. Und damit beenden wir das Let's Play an dieser Stelle. Es kommt nur noch das Let's Battle und wie viele Folgen das werden, das möchte ich gar nicht im Vorhinein sagen, weil das ist noch nach einer Absprachensache, wie viel, wie lang und wie oft wir das aufnehmen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in einem anderen Let's Play wieder, denn dieses ist ja zu Ende. Oder vielleicht sagst du auch, nee, wir sehen uns gleich wieder in der bösen Kampagne, falls du mit der guten angefangen hast. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns hoffentlich auf diesem Kanal wieder in einem anderen Video. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als bis dann. Macht's gut. Tschüss.